Herr Forchheim, Sie sprechen in Ihrem Vortrag über das Thema Erfolg und stellen da eine besondere Lösung vor. Meine Frage ist, wie komplett, also wie fertig ist eigentlich das Produkt mit Blick auf Anforderungen, Funktionen, auf den Einsatz, aber auch auf das berühmte KISS-Zurückschreiben? Die Anforderungen selber sind erstmal, sag mal, offen in dem Fall gestaltet, solange die Informationen im KISS-System sind. Da fängt schon die Komplexität im ersten Moment an. Also sprich, ist im KISS-System die Information vorhanden, kann ich sie durch entweder SQL-Statements oder sozusagen fertige Exponate herausholen. Wenn nicht, dann habe ich natürlich die Anforderung, als erstes das Ganze als Information in das KISS zu bekommen. Da ist, sag ich mal, die erste Herausforderung. Im inneren System her ist es freigestaltet. Also sprich, wenn es nicht in einem KISS-System ist, sondern in einer anderen Datenbank, kann ich es ebenfalls importieren. Bis hin, dass es natürlich auch was Proprietäres sein könnte, wie ein Excel, wo man, sagen wir, Informationen herkriegt. Inwieweit die dann aktuell sind, muss man natürlich jeweils auf die Situation angucken. Die Funktion erstmal, was das Look and Feel für den Anwender angeht, das ist alles auf die Finger, sag ich mal, optimiert. Wie man heute sozusagen sagt, da hat das iPhone Apple, sag ich mal, sehr viel optimiert. Wir alle haben uns daran gewöhnt, dass alles mit einem Zeigefinger einfach bedienbar ist. Ja. So war auch die Funktionsumfang des Tools etabliert. Es ist bis heute so, dass man alles mit einem Finger machen kann. Und der Vorteil ist, dass das sich mittlerweile wirklich umgesetzt hat. Zum Thema Einsatz. Der Einsatz ist natürlich wirklich das, wo man die Frage stellen muss. Erstens, wo hänge ich hin? Wie sehe ich natürlich auch Datenschutzgründe? Weil das ist immer das, sobald man sagt, so eine Infotafel, die auch noch digital ist und aktuell ist, ist ja auch immer wieder eine Sache, wo kann ich die, sag ich mal, wirklich einbringen? Wenn wir aber auch wieder im zweiten Moment ehrlich sind, jede Station hat das heute. Ob sozusagen in der Historie an der Wand oder in der PC, der da stand und dort eine Stationstafel aufgerufen wurde, das ist dasselbe. Eher der Vorteil ist in dem Fall, dass man sagen kann, okay, durch den Einsatz, man hat es ja optisch, sage ich mal, da. Das KISS-Rückschreiben, da ist, sage ich mal, noch zum Teil die Achillesferse, wie in jedem Subsystem, was es gibt. Man muss ja sehen, inwieweit die KISS-Systeme die Daten wieder zulassen auch. Wir haben da, sage ich mal, erste Erfolge, ein kleines Segment, wie das so ist, aber es gibt, sage ich mal, mindestens, sage ich mal, die Tür immer über HL7. Und darüber kann man über Kommunikationswege, sagen wir, den Weg wieder finden. Lassen Sie uns mal einen Blick auf die Anwender richten, also die Pfleger und auch die Ärzte. Wie erreichen Sie eigentlich die Akzeptanz der beiden Berufsgruppen? In dem Fall war, sage ich mal, die Akzeptanz relativ einfach, weil vorher waren die Anforderungen genau das, was gefehlt hat. Also man hat gesagt, okay, ich hätte gerne eine Checkliste, ich hätte quasi für mich so einen Tagesablauf. Man ist es ja heute, sage ich mal, aus dem täglichen Umgehen so ein bisschen gewöhnt. Ne? Also man, egal, ob es jetzt sozusagen eine Flugreise ist oder, sagen wir mal, eine Bücherbestellung. Man wird quasi geleitet und hat Checklisten, die am Anfang angefragt werden. Ob es jetzt die Lieferadresse ist oder eine Rechnungsadresse. Das klingt immer trivial. Dasselbe wünschen sich ja am Ende eine Pflegekraft oder eine Ärzte. Also sprich, eine Pflegekraft, die einfach sagt, okay, was muss ich dem Pflegerich tun für den Patienten? Was muss ich beachten? Also war immer die Frage nach Information und am Ende, sage ich mal, die Möglichkeit zu sagen, okay, das muss ich alles tun und habe dafür eine Auflistung und damit natürlich auch eine Priorisierung, weil mittlerweile sind wir ja auch mal alle ehrlich, knappe Mittel haben wir alle als Ressourcen. Das heißt, sag ich mal, vor Ort fehlt die jeweilige Kraft und die muss wissen, wenn sie, sag ich mal, aktiv ist, für was sie aktiv ist. Und dasselbe gilt für die Ärzte, die, sag ich mal, nach einem langen Tag entweder noch Entlassungen machen müssen, noch Arztbriefe diktieren müssen oder entsprechende Befundungen machen müssen. Auch die brauchen ihre Priorisierung. Also Sie haben für die Pfleger und auch für die Ärzte sozusagen Gutes getan. Wie reden Sie denn über das Gute? Wie kommunizieren Sie denn die Ergebnisse, den Erfolg? Wir haben, sage ich mal, für uns als Gruppe haben wir drei Methoden am Ende genommen. Das erste war natürlich, dass wir vor Ort relativ engmaschig immer wieder über das Projekt berichtet haben. Nachdem wir es hingestellt haben, und da waren wir auch ganz ehrlich, wir wollten erstmal überraschen. Nach dem Prinzip, IT bringt mal eine Lösung, die niemand erwartet hat. Und da war der erste Moment, dass wir nach einem Monat wieder im Haus waren und einfach gesagt haben, wie zufrieden seid ihr? Also wir haben Zufriedenheit nachgefragt. Parallel dazu haben wir im Hintergrund ein Messverfahren gehabt, um auf der Datenbank zu sehen, wie der wirkliche Prozess sich ändert. Das haben wir im Haus sehr stark kommuniziert. Die nächste Ebene war im Konzern einfach zu sagen, okay, wir haben Rundschreiben, wo wir intern immer neue Projekte vorstellen, also auch die Masse sozusagen innerhalb der Gruppe, sag ich mal, zu nutzen.
und logischerweise funktioniert da die Mundpropaganda extrem schnell, was das angeht. Und der dritte Weg, ja, das ist jetzt, sag ich mal, wenn ich mit der Presse rede, der beste Weg, den wir auch haben. Also sprich, wir haben es auch am Ende kundgetan. Also sprich, wir haben auch geguckt nach außen hin, wo wir uns darstellen, wo man auch mal guckt. Sei es, dass wir bei Events teilgenommen haben oder Vorträge halten, um genau, sag ich mal, auch diesen Effekt zu kriegen. Und man glaubt nicht, wie diese externe Stimme nach innen wieder durchwappt. Und ich kann das, sag ich mal, auch aus persönlicher Erfahrung einfach sagen, nachdem wir, sag ich mal, an dem einen Standort fertig, in Anführungsstrichen, das fertig ist nicht umsonst so, man ist ja immer im Prozess, kamen die anderen sofort und haben gesagt, es gibt gar keine Frage, ob wir das nicht wollen, sondern die Frage ist, wann kriegen wir es? Also man merkt schon, man muss diese drei Ebenen betrachten, einmal vor Ort, einmal, sag ich mal, in der Fläche, und da muss man auch nach außen gehen, sonst funktioniert es nicht. Dankeschön, Herr Forchheim.